Am Hang, gegenüber den Burgmauern in Heimbach, liegt die alte Pfarrkirche St. Clemens von 1725 und die moderne Wallfahrtskirche St. Salvator von 1981. Die Clemenskirche mit ihrer unvergleichlichen barocken Atmosphäre hat bis heute nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Der sehenswerte Hochaltar mit dem doppelstöckigen Tabernakel und die prächtige Kanzel aus dem 18. Jahrhundert sind reich verziert und ein Paradebeispiel des Barocks. Sakrale Kunstschätze sind die vier Reliquienbüsten der Heiligen auf den Seitenaltären und die Heiliggrabgruppe aus der Zeit um 1500. Seit 1804 ist Heimbach ein bekannter Wallfahrtsort. Jährlich pilgern Gläubige zur schmerzhaften Mutter, einer Pietà, die in einen riesigen Antwerpener Schnitzaltar eingebunden ist. Diese wurde aus dem Kloster Mariawald nach der Säkularisation in die Kirche von Heimbach übertragen. Heute ist der riesige, über 500 Jahre alte Flügelaltar der Blickfang in der modernen, angebauten Wallfahrtskirche. Er ist wohl das bedeutendste Kunstwerk seiner Zeit in der ganzen Nordeifel. Die junge Salvatorkirche bietet mit ihren nach Entwürfen von Georg Meistermann ausgestatteten Fenstern einen respektvollen Rahmen für das atemberaubende Meisterstück aus Antwerpen.